Aladdin gehört in den 16-Bit-Versionen auf den Super Nintendo und natürlich auch dem Mega Drive zu den grafisch beeindruckendsten Spielen auf den Systemen. Basierend auf den großen Disney-Film wurde hier richtig was abgeliefert. Aber wie sieht das auf den Game Boy aus? Ist es dort genauso gut? Was taugt Aladdin für den Game Boy also heute noch? Das Spiel wurde von NMS Software programmiert und von Virgin Interactive bei uns 1994 veröffentlicht. In Amerika kam es ein Jahr später raus und Japan sah das Spiel nie. Auf dem Papier liest sich Aladdin wie ein Traum für Plattformspieler-Fans. Ihr schlüpft in die Rolle von Aladdin, der durch Agrabah sprintet und springt und fliegt. Es bietet euch jetzt erst einmal die typische Plattformer-Erfahrung. Gegner erledigt ihr, indem ihr sie mit Äpfeln bewirft, die ihr vorher einsammelt. Ansonsten könnt ihr natürlich noch mit dem Säbel im Nahkampf angreifen. In der Mega Drive-Version konntet ihr mit dem Säbel ja euch auch noch verteidigen. Das wurde hier leider nicht umgesetzt. Ausweichen ist da die einzige Option und das kann schon einmal echt kompliziert werden, da die Projektile schon einmal recht überraschend angeflogen kommen. Das Besiegen der Gegner fühlt sich im Allgemeinen auch nicht sehr befriedigend an. Theoretisch wirft ihr einen Apfel, der Gegner ist gestunt und ihr gebt ihn dann mit dem Schwert den Rest. Oder ihr bewirft ihn einfach mit zwei Äpfeln hintereinander. Wieso das nervig ist? Naja, nachdem ihr sie mit einem Apfel getroffen habt, werden die Gegner für kurze Zeit unverwundbar und so müsst ihr immer warten. Das stört dann doch echt den Spielfluss. Das sonstige Bewegungsspektrum gehört eigentlich so zum Standard. Die Steuerung jedoch, und das ist jetzt der Knackpunkt des Spiels, fühlt sich oft sehr schwammig an. Besonders in Momenten, wo Präzision gefragt ist, sorgt dies echt für Frust. Das Springen von Plattform zu Plattform kann dadurch echt zur Geduldsprobe werden. Außerdem wirkt alles irgendwie, als ob es in Zeitlupe ablaufen würde. Nie habt ihr das Gefühl, Aladdin perfekt unter Kontrolle zu haben. Und gerade bei einem Plattformer macht das jetzt nicht super viel Spaß. Man kann sich jedoch daran gewöhnen, aber toll wird es ehrlich gesagt nie. Okay, jetzt haben wir den großen Knackpunkt angesprochen. Wie sieht es denn sonst aus? Die weiteren Level befördern euch grob in Umgebungen, die man aus dem Film kennt. Ihr fangt auf dem Bazar an, landet später am Kerker und so weiter. Was ich dabei schade finde, es gibt dabei kaum Abwechslung bei den Gegnern. Klar, die sind natürlich jetzt alles Wachen, aber hier gibt es viel zu wenige Variationen, um spannend zu bleiben. Hier gibt es halt das Übliche, den Nahkämpfer, Fernkämpfer und so weiter. Die Level sind dabei öfter nicht gerade geradlinig aufgebaut, was natürlich zu begrüßen ist. Allerdings sind diese durch die grafische Präsentation nicht sehr gut lesbar. Wo es eine Mauer, auf die ich springen kann, ist und wo nicht, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Da hilft manchmal nur stures Ausprobieren oder eben Glück haben. Hier und da wird hier noch etwas versucht, etwas Abwechslung reinzubringen, wobei ihr hier keine Wunder erwarten dürft. Hier müssen schon einmal Schlangen beschwert werden, um quasi einen Aufzug bekommen. Nett rettet das Spiel aber jedoch jetzt leider nicht. Die Umgebungen wechseln zwar, aber es ist spielerisch alles recht eintönig. Es gibt jetzt insgesamt 9 Level, leider kein Passwort oder gar Speichersystem. Bei der Grafik bin ich ehrlich gesagt durchaus zielgespalten. Einerseits haben die Entwickler natürlich jetzt versucht, den Stil der 16-Bit-Vorlage zu portieren und hier und da ist das auch recht gut gelungen. Die Animationen zum Beispiel, die sehen gut aus, hat aber auch große Nachteile. Das Spiel läuft wie in Zeitlupe und die Level sind jetzt auch nicht immer sehr gut lesbar, also so wie bei Donkey Kong Land 1. Hier wäre eine Eigenentwicklung unter Berücksichtigung des Systems in meinen Augen wesentlich besser gewesen. Der Sound ist okay, bleibt jetzt aber auch nicht wirklich im Kopf. Was taugt Aladdin für den Game Boy also heute noch? Ich finde es sehr schade, dass keine quasi Eigenentwicklung für das System wurde und hier auf Krampf versucht wurde, die Mega Drive-Version zu portieren. Dadurch hat das Spiel mit sehr vielen Krankheiten zu kämpfen und es macht einfach nicht so viel Spaß. Ich würde das Spiel in unterem Mittelmaß ansetzen. Kann man spielen, aber es gibt noch 100 bessere Spiele. Das war der Test zu Aladdin auf den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.